Genau, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin viel zu gut gelaunt dafür, dass es ein Abschiedsvideo ist, denn wir verabschieden uns heute von meinem Tablet. Und damit das Ganze ein gescheiter Abschied wird, ich sage euch eins, also alle Eltern, die jetzt hier zuschauen, stellt euch darauf ein, mit Schulstart, das Tablet, was ihr mal gekauft habt, für euch, gehört euch nicht mehr. Damit das aber auch gescheit genutzt wird, habe ich mich für einen ganz besonderen Weg entschieden. Und zwar für Edurino. Es gibt in der Schule ja so Dinge. Ja, wir haben tolle Apps, um Sachen zu lernen, aber es gibt Dinge, die werden in der Schule meiner Meinung nach viel zu spät gelernt oder beigebracht oder gar nicht. Dazu habe ich mir, wie gesagt, Unterstützung von Edurino gesucht. Da gibt es nämlich ganz viele themenspezifische Figuren, die man bestellen kann, wie zum Beispiel diese hier. Für Themen, die entweder schulvorbereitend unterstützend sind, aber eben auch Dinge, die meiner Meinung nach in der Schule nicht so gut beigebracht werden. Unter anderem ist es bei mir die Uhr. Ich sehe mit 6 Jahren, finde ich, sollte man langsam die Uhr kapieren. Zumindest habe ich die leise, leise Hoffnung, dass wenn das Kind weiß, es geht auf die 9 Uhr zu, dass es wirklich Zeit ist, ins Bett zu gehen. Gut, das ist meine Hoffnung an das Ganze. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich sage ja mal so, den Stift, den habe ich vielleicht auch für meine Sachen schon ausprobiert, aber pst, das ist ja jetzt erstmal irrelevant. Das Coole war, dass ab einer Bestellung von 30 Euro diese Halloween-Tattoos dabei waren. Das wird mein Kind auf jeden Fall überzeugen zu lernen. Da könnte ich mir auch mal eins machen, ne? Die leuchten sogar im Dunkeln, richtig cool. Und die haben auch gerade ein richtig, richtig nices Angebot, Leute, ich sag's euch. Ich hoffe aber noch, ich bin dabei, dass jede 50. Bestellung komplett zurückerstattet wird. Also, ich leg alles aufs Ganze, ne? Ich warte einfach, bis ich die 50. bin. Ich mache einfach 50 Bestellungen, ganz einfach, kriege ich das Geld zurück. Ja, gut. Egal, ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir das Ganze installieren auf dem Tablet. Ich war gerade schon ein bisschen geschockt. Ich habe da mal reingeguckt. Leute, ich sage euch, wie es ist, ne? Da gibt es auch keine Apps mehr, die mir gehören. Also, gut. Wie auch immer. Erster Step. Ihr geht in den App Store oder in den Google Play Store oder in den was auch immer Store, was auch immer es für Tablet-Marken es noch so am Markt gibt, aber ich denke mal, das sind die gängigsten, und ladet euch die Edurino-App runter. Die zeige ich euch mal. Tadadada. So sieht der junge Hüpfer aus, ne? Ich habe ja die Hoffnung, dass man das so am Tablet besser sieht, als wenn ich das jetzt an meinem Handy euch einblende. Und Leute, ich möchte mein Handy nicht auch noch abtreten. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja, gut. So, dann lädt das hier. Und ich habe es auch extra noch nicht gemacht. Wir machen das gemeinsam. So kann man sich das gleich vorstellen alles. Wir werden uns jetzt hier unten erstmal ein Konto einrichten. Und dazu brauchen wir eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Das verrate ich euch jetzt nicht, weil sonst loggt ihr euch alle mit meinen Daten ein. Deswegen mache ich das jetzt schon mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie bei jeder normalen Registrierung ist es auch, habe ich hier eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bedeutet, ich bekomme jetzt eine E-Mail, um meine E-Mail-Adresse zu bestätigen, ne? Damit ihr da keinen Quatsch eingibt. Das sollte hoffentlich klar sein. Das finde ich spannend. Hier kommt jetzt, nachdem ich meine E-Mail bestätigt habe, aus meiner E-Mail, na, ich glaube, das muss ich jetzt nicht erläutern, gibt es hier noch die Zustimmung, klar, hilf uns, die App zu verbessern. Aber was ich sehr interessant finde, hier kann ich auch akzeptieren, ob ich bereit bin, ja, vorgeschlagene Lernempfehlung von Edurino zu erhalten, finde ich richtig gut. Also anhand der Übung, die mein Kind gemacht hat und des Verlaufes innerhalb der App, können die Empfehlung ausarbeiten. Das machen wir, das machen wir. So, und jetzt muss ich meine Figur hier einmal registrieren. Die suchen wir doch mal glatt raus. Genau, das gibt's nicht. Ich habe meine Figur noch nicht mal registriert und habe schon was Neues gefunden, was mich interessieren würde. Also hier sind alle Figuren, da sieht man so, was so alles angeboten wird. Auch total cool, dass ich finde, dass es schon Englisch gibt. Es gibt schulvorbereitende Dinge. Hier gibt es Stufe 1 und Stufe 2, Rechnen, Buchstaben, Zahlen lernen, Englisch. Was ich aber auch sehr interessant fand, hier gibt es auch was zu meinen Körperteilen, Kreativität und meine Gefühle und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit wird, glaube ich, in dieser Generation ein sehr, sehr wichtiges Thema. Diese Kinder sind meist so reizüberflutet, meiner Meinung nach. Sehr, sehr spannend. Wir haben hingegen Alex. Alex steht für die Zeit. Hier haben wir auch Alex. Das wird mein neuer Freund. Ja, dann nehmen wir den doch. Zack. Und jetzt werden wir das Ganze hier downloaden. Im nächsten Step kann ich für meine Kleine hier noch einen Fantasienamen erfinden. Also ich muss keinen echten Namen hinschreiben. Ich habe da aber keine Schmerzen mit, glaube ich. Ich glaube, ich schreibe den echten.
So, Name festgelegt, jetzt kommt das Geburtsdatum. Ich denke, das sollte man schon aufgrund des Alters angeben. Hier haben wir auch nur Monate und Jahr. Also ich glaube, es ist jetzt erstmal für die App völlig irrelevant, welches der genaue Geburtstag ist. Genau, jetzt kann ich noch, und das finde ich auch sehr wichtig, die Bildschirmzeit festlegen. Jetzt muss ich langsam mal aufpassen. Ne? Also 20 Minuten pro Tag wäre okay, wenn sie nur die App nutzt. Ja, machen wir das mal. Nehmen wir die Empfehlung an. Also das ist die Empfehlung auch von der App. Man muss natürlich aufpassen, wir haben mittlerweile auch von der Schule Lern-Apps für die Hausaufgaben. Die ich übrigens nicht so gut finde. Ich finde das hier deutlich spielerischer. Gut. So, und jetzt hebt der Tür auf. Ich finde das richtig cool gemacht, ne? Es gibt ja mittlerweile so kinderfreundliche Animationen. So, ich soll das Gerät jetzt drehen. Das machen wir. Hier kannst du dir aussuchen, wie du im Spiel aussehen möchtest. Ja, das ist natürlich für... Mit magischen Stift auf eine der beiden Figuren. Okay, also ich soll jetzt mit meinem Stift eine Figur auswählen. Dazu muss ich den Stift erstmal holen, nicht? Das hier ist im Übrigen der Stift. Ich muss sagen, das ist wirklich richtig gut für Kinder gemacht. Diese Dreiecksstifte sind für Kinder einfach deutlich besser zu greifen. Hier ist es auch nochmal geriffelt, ein bisschen geformt. Hier ist eine große Zeigefläche. Also genau, finde ich sehr, sehr schön für Kinder. Genau, also das mit dem Stift, denke ich, ist für die Handhabung für Kinder auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, ich wähle jetzt einfach mal die Dame hier aus. Oh, ich mache den gleichen Fehler, weil ich das hier halte, klicke ich parallel auf die Fläche. So, jetzt werde ich mal kurz, hört ihr? Was ich auch schon mal sehr gut finde, ist, ich finde die Dame, darf ich aber hoffentlich gendern, die hier spricht, hat eine sehr kinderfreundliche, beruhigende Stimme. Gibt auch immer Hinweise, was man machen kann. Ich werde jetzt hier meine Figur mal ein bisschen gestalten. Sollte ich eigentlich mit der Kleinen zusammen machen? Vielleicht sollte ich das auch abwarten. Naja, ich denke mal, man kann das bestimmt nochmal umändern. Ganz witzig, hier gibt es also neben Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, kann ich hier auch das Outfit wechseln und auch, das fand ich richtig witzig, ich hatte das als kleines Kind, weil ich hier so ein Augenpflaster hatte. Wie gesagt, ich habe die Person jetzt eingerichtet und gebe aber weiter. So, jetzt sind wir in der Auswahl. Ich könnte jetzt meine Figur auswählen. Da sehe ich auch, welche schon downgeloadet ist. Das ist natürlich mein Alex, ne, ihr wisst. Und den soll ich jetzt hier drauf platzieren. Also Stift weg, Figur los. Vielleicht sollte ich das Tablet auch gerade hinstellen, dann klappt das nämlich auch. Ja, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ah, guck mal, man sieht, ob man das richtig hingestellt hat. Dann fährt hier nämlich die Rakete. Und jetzt... geht's, denke ich, los. Schlafanzug um diese Uhrzeit. Cool, wenn auch ungewöhnlich. Okay, hier werde ich jetzt komplett ins Spiel einbezogen. Es wirkt für das Kind erstmal wie ein Film. Jetzt sagt sie, oh mein Freund, die Schlafmütze, den müssen wir aufwecken. Und er zeigt mir hier an, ich muss auf den Wecker klicken. Und wecke jetzt meinen Freund auf. Chaosmonster. Aber jetzt sollte die Uhr wieder richtig funktionieren. Mittlerweile wurde ich jetzt zur Uhr gebracht und jetzt soll ich natürlich klar die Uhr vervollständigen und werde so richtig durchs Spiel geführt. Also so, ich habe mir jetzt heute die Anfangsgeschichte angehört und bin jetzt bei der ersten Aufgabe gelandet. Ich finde das schon mal sehr, sehr, sehr kinderfreundlich, weil es wirkt im ersten Moment, als würde ich Fernsehen gucken, bin ich ganz ehrlich. Es fängt eine Geschichte an, ich bin am Fernsehen gucken und ich werde in diese Geschichte mit reingebracht. Jetzt ist diese Uhr kaputt gegangen von dem Herrn. Ich soll dem helfen. Und jetzt bin ich ja in der ersten Aufgabe, wo ich mit meinem Stift jetzt quasi die Uhr reparieren kann. Und dann geht die Geschichte, denke ich mal, weiter. Finde ich richtig toll gemacht. Es ist keine App, wo man einfach nur stupide vor Aufgaben sitzt, wie es beispielsweise in der Schule ist. Man hat dann da tolle Aufgabenzettel, die man einfach abarbeitet. Aber... es ist überhaupt nicht spielerisch. Und das haben wir hier schon. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, meine Kleine, da bin ich sehr auf die Meinung gespannt, wird es nicht merken, dass es hier nicht nur um Gucken geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da sagt, darf ich Fernsehen gucken? Weil es wirkt wie Fernsehen gucken. Und Kinder lieben Fernsehen gucken. Das kannst du nicht anders sagen. So, ich zeige euch mal eine Aufgabe als Beispiel. Hier habe ich jetzt die Aufgabe, mit dem Stift halt die Teile richtig anzuordnen. Ich will natürlich noch nicht alles vorentnehmen. Dem soll ich ja gerade helfen. Und ja, genau, jetzt werden die Teile hier zugeordnet. Ich muss sagen, der Stift funktioniert richtig gut.
Und es gibt auch zu jeder quasi erfolgreich gemachten Sache einen positiven Effekt. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich den falsch anordne. Das finde ich auch sehr gut, die Reaktion. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Sie hat gesagt, ich wette, wir finden was, was vielleicht noch besser passt. Das Kind wird nicht negativ kritisiert. Das sehe ich auch in der Schule als riesengroßen Faktor. In der Schule wirst du ja ganz oft, kriegst du ein negatives Feedback im Sinne von, du hast einen Fehler gemacht, du bist zu schlecht. Das finde ich ist ja sehr, sehr gut aufgehoben worden, dass man mehr motiviert, es nochmal zu probieren, anstatt zu sagen, das ist falsch. Ich glaube, die haben sich ja sehr, sehr viel gedacht, auch bei der Wortwahl, wie rede ich mit dem Kind. Das mag für manche selbstverständlich sein, ist aber lange nicht bei jeder App so. Und auch in der Schule würde ich behaupten, sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt, positives Feedback zu verteilen. Das finde ich ja sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich werde das Spiel jetzt nicht weiterspielen. Ich gucke mir nachher mal die Reaktion von der Kleinen an. Sie ist 6 Jahre, hat gerade mit der Schule angefangen und ich bin gespannt, ob das jetzt für ihr Lernniveau okay ist. Ich kann aber vorab sagen, die Uhr kann sie noch nicht. Also, seid gespannt. So, Amelie, das Kind ist jetzt da. Was sagst du, sind Tattoos? Weißt du, sind dunkel leuchten? Wollen wir gleich ausprobieren? Ja, aber erstmal das Spiel, okay? Ja. Also, Mama hat schon ein bisschen angefangen, aber... Upsala. Wo muss man drücken? Ich hab diesen Stift. Ja, genau. Du kannst mit dem Stift immer deine Person anticken. Hast du die ausgesucht? Oh, jetzt muss ich rechnen. Warte. So, dann bin ich ja mal gespannt. Der Rahmen ist wieder heile. Gefällt's dir? Ja. War Spaß? Dann kannst du gleich die Uhr, ne? Ich komm gleich wieder. Morgens fahre ich zur Schule. Jetzt machst du Gesicht waschen, ja. Die Zähne putzen. Das ist richtig süß. Schön eingeseift. So, ich zeige euch während das Kind spielt nochmal die Tattoos. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die erste Halloween zu machen. Aber Leute, wie krass leuchten die. Ich glaube, in der anderen Kamera sieht man es besser. Das ist halt sowas, damit kriegt man Kinder. Kann ich nicht anders sagen. Mega süß. Ich glaube, der Geist zu Halloween wird der unfassbare Wahnsinn sein. Aber ihr seht's, ne? Die leuchten halt mega gut. So, während mein Kind jetzt noch zu Ende spielt, beziehungsweise ihre Zeit noch weiter auskostet, gebe ich noch mal ein Fazit. Also ich muss sagen, als Elternteil, ich finde es sehr positiv, dass nicht nur Wissen reingepumpt wird, sondern auch zu dem Thema passende Spiele in der App sind. Mega gut. Sehr positive Sprache, sehr einfach gestaltet. Man kann jede Sache auch immer wiederholen, das finde ich auch sehr, sehr gut. So wie das Kind es möchte und man sieht in der großen Landkarte dann auch so, wo man sich befindet. Also ich finde, das haben die wirklich richtig toll gemacht. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Edurino vorbei. Ich blende euch hier auch nochmal meinen Rabattcode ein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, welche Figur wir uns als nächstes anschaffen. Und ja, wenn ihr schnell seid, bekommt ihr auch noch die Halloween-Sticker dazu. Und dann feiern wir gemeinsam leuchtendes Halloween, würde ich sagen. Also in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!